Grüß Gott und herzlich willkommen bei Unser Land. Wer ist der hipste Feind des Milchbauern? Hafer, der wird immer beliebter, nämlich als Milchersatz in Form von Haferdrinks. Viele Milchbauern sehen das logischerweise kritisch. Wir haben aber einen Milchbauern besucht, der den Spieß ganz einfach umdreht und den Hafertrend für sich nutzt. Außerdem haben wir auch noch diese Themen für Sie. Weideochsen schlachten direkt beim Bergbauern. Und Plastikschnüre im Hopfen. Gefahr durch Mikroplastik? Vor Hopfen und Malz geht es jetzt erstmal um Hafer und Milch. Der Hafer, der in den immer beliebteren Milchersatzgetränken steckt, der wird zum Beispiel in Schweden angebaut. In Kartons abgefüllt geht es für die Drinks dann Richtung Deutschland. Das zeigt zwei Probleme. Zum einen, lange Transportwege sind nicht nachhaltig und mit der regionalen Wertschöpfung klappt so auch nicht. Ein Landwirt will das jetzt aber ändern. Ausgerechnet einer, der selber Milchkühe hält. Werden die hier überhaupt noch gebraucht? Knapp 200 Milchkühe stehen im Stall von Familie Zott. Die Zotts sind konventionelle Landwirte. Seit Generationen melken sie Kühe. Die Milch geht in die Molkerei. Doch Kuhmilch ist nicht mehr das Einzige, was die Zotts produzieren. Das Verbraucherverhalten ändert sich. Deshalb vermarkten sie jetzt auch einen eigenen Haferdrink. Und das muss sich nicht widersprechen, sagt Senior Anton Zott. Der eine macht einen Bauernhofkaffee, der andere baut eine PV-Anlage, der andere gründet ein Lohnunternehmen neben seinem Milchviehbetrieb und wir machen eben Haferdrink. Und die nächste Generation, die schafft mit den Füßen und die hängt sich rein und macht in meinen Augen was sehr Sinnvolles, etwas sehr Ergänzendes. Und deshalb wird das von meiner Seite auch unterstützt. Der Hafer, aus dem der Haferdrink gemacht wird, kommt aus der Region. Ende August wird geerntet. Der Ertrag lag dieses Jahr zwischen 50 und 70 Doppelzentner pro Hektar. 20% weniger als sonst. Heuer war es ein wenig zu nass und nicht warm genug. Die Qualität stimmt aber. Der Haferdrink der Zotts hat das Siegel geprüfte Qualität Bayern. Deshalb müssen sich die Landwirte an diverse Auflagen halten. Der Hafer, das ist unser Grundstoff, eigentlich unser einziger. Drum müssen wir schauen, auch jedes Jahr, dass wir einen guten Hafer hinbringen und auch in guter Qualität und in gleichbleibender Qualität. Dadurch, dass wir keinen Hafer zukaufen können, durch die geprüfte Qualität Bayern, durch das Siegel, ist es für uns eigentlich jedes Jahr eine Herausforderung, einen guten Hafer hinzubekommen, der dann auch von jedem Feld gleich schmeckt. Dass es immer eine gleichbleibende, gute Qualität ist. Gedroschen wird nicht nur auf den eigenen Feldern. Mittlerweile haben die Zotts 50 Landwirte von ihrer Idee überzeugt, die nun auf etwa 200 Hektar für die Unternehmerfamilie Hafer anbauen. Auch Anton Hack macht mit. Als erstes haben wir gedacht, soll ich das anfangen? Dann haben wir mit meinem Sohn gesprochen. Dann hat mein Sohn gesagt, du Vater, das probieren wir. Weil wir haben schon lange Frucht gesucht, eine Alternative, wo einfach auf dem trockenen Standort sehr gut hinpasst. Und das war einfach der Hafer. Und der Hafer ist einfach eine Gesundungsfrucht, wo einfach der Boden fit hält für die Nachfolgefrucht. Und dann haben wir gesagt, also da schlagen wir zu, da machen wir mit. Deutschlandweit stieg die Anbaufläche für Hafer letztes Jahr um 25% und dieses Jahr um weitere 13%. Anton Hack hat seine Anbaufläche heuer sogar verdoppelt. Den Haferdrink verkauft er auch bei sich am Hof. Sein Nachbar 50 Meter weiter verkauft Kuhmilch im Automaten. Ein Konflikt? Mein Spätzl hat zu mir gesagt, du tust jetzt einen Haferdrink rein. Dann habe ich gesagt, ja, ich verkaufe jetzt Haferdrink. Ja, du kennst ja normalerweise meine Milch auch anbieten. Dann habe ich gesagt, dann machen wir ein Schüttel nach, dass es bei dir die Milch gibt und bei mir gibt es den Haferdrink. Dann haben alle zwei was davon. Und er hat gesagt, das Geschäft ist von seiner Seite nicht zurückgegangen. Bevor aus dem Getreide vom Feld aber ein Pflanzendrink werden kann, fährt Markus Zott es in eine Mühle nach Mühldorf am Inn. Zuerst wird eine Probe genommen. Dass Hafer gerade eine Renaissance erlebt, merkt man auch hier. Die Nachfrage, die ist stetig gestiegen. Also wir sind hier an dem Betrieb jetzt seit 30 Jahren. Hafer war am Anfang eher ein Randprodukt. Und das hat sich mit den Jahren immer gesteigert. Also wir sind jedes Jahr machen wir mehr Hafer.
Zuerst wird das Getreide geschält und wärmebehandelt, um es haltbar zu machen. Dann wird es zu Flocken verarbeitet und zermahlen. Im Anschluss wird das Hafermehl in einem anderen bayerischen Unternehmen mit Wasser und Salz zum Pflanzendrink gemischt, anschließend verpackt und fertig. Vom Anbau bis zur Abfüllung passiert alles in Bayern. Das ist den Zotz bei der Verwirklichung ihres Konzepts wichtig. Weil ich erstens die regionalen Landwirte unterstützen will und dann die regionalen Firmen. Und ich brauche natürlich nicht das Produkt überall hinfahren und dann wieder zurückholen. Das können wir hier in Bayern machen und darum machen wir es hier in Bayern. Seit Januar steht der Haferdrink unter dem Label Bayernglück bei einigen Supermärkten im Regal. Der Liter kostet dort 1,99 Euro. Der Absatz wächst kontinuierlich. Und auch die 50 Partnerlandwirte der Zotz ziehen mit. Wir haben bisher alle Landwirte, die letztes Jahr für uns den Hafer anbaut haben, die wollten auch dieses Jahr oder haben dieses Jahr anbaut, weil er einfach gut reinkommt. Und für Hafer hat die letzten Jahre einfach die Veredelung gefehlt. Und da sind wir eigentlich stolz drauf, dass wir jetzt eine Wertschöpfungskette in Bayern haben, dass wir auch den Hafer verarbeiten können, der in Bayern wächst. Bald will die Familie einen weiteren Pflanzendrink auf den Markt bringen. Aktuell finanzieren aber noch die Einnahmen aus dem Kuhstall den neuen Betriebszweig. So einen Haferdrink kann man sich natürlich auch selber mischen mit Wasser und ein paar zermahlenen Haferflocken. Von Milch und Milchersatz kommen wir jetzt zum Fleisch. Viele Metzger können und wollen nicht mehr selber schlachten. Zu hohe Auflagen und Kosten, zu wenig Personal. Vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern ist es inzwischen aber wieder wichtig zu wissen, woher ihr Fleisch kommt. Ein Aspekt, kurze Transportwege für die Tiere. Gut klappt es natürlich, wenn ein Direktvermarkter auch noch selber schlachtet. So wie ein Bergbauer bei Bayerisch Zell, in Deutschlands höchstgelegenem Schlachtraum. Ingrid Pfeil aus München nimmt einen weiten Weg auf sich, um Fleisch zu kaufen. Während andere den Supermarkt oder Metzger um die Ecke ansteuern, ist sie bis nach Barischzell gefahren. Am Fuß des Wendelsteins startet ihre Wanderung. Ich hole halt 5 Kilo gemischtes Weidefleisch. Das sind Rouladen, Hackfleisch, Gulasch, Braten und Suppenfleisch. Genau. Und ausnahmsweise habe ich mir heute eine Zunge bestellt, eine Rinderzunge. Und auf geht's. In rund 45 Minuten wird Ingrid Pfeil den Siegelhof erreichen. Der Siegelhof in Hochkreuz auf rund 1000 Metern. Der Bergbauernhof zählt zu den höchstgelegenen Deutschlands. Ein Familienbetrieb, der seit Generationen in den Händen der Familie Winkler liegt. Das Milchvieh wurde ersetzt durch Weideochsen. Seit diesem Sommer wird das Vieh am Hof geschlachtet. Im eigenen Schlachtraum, der in eine Garage gebaut wurde. Deutschlands höchster Schlachtraum. Wir sind der zweithöchstgelegene Bergbauernhof Deutschlands. Und den höchstgelegenen, den kennen wir auch. Und der hat keinen Schlachtraum. Also wird es noch schon so sein, ja. Die Weideochsen hatten einen schönen Bergsommer. Aber irgendwann steht er halt an, der letzte Gang. Heute für diesen Ochsen. Ja, wir schauen schon nach dem Alter, wie alt, wer der Älteste jetzt ist, aber halt auch, wer jetzt am besten beieinander ist. Der Weg von der Weide zum Schlachtraum beträgt nur wenige hundert Meter. Die Kamera bleibt draußen. 2 Wochen hängt das Fleisch in der Kühlung für die optimale Reifung. Die Edelteile, Lende und Filet hängen etwas länger. Der Schlachtraum ist mit viel Eigenleistung entstanden. Rund 30.000 Euro hat er gekostet. Der Schlachtraum ist EU-zertifiziert, was eine Direktvermarktung erst möglich macht. Damit verbunden sind jede Menge Auflagen. Man braucht ja für die EU-Zertifizierung eben die kontaktlosen Waschbecken. Man braucht diese Hygieneschleuse, man braucht spezielle Fenster. Es muss alles in dem Raum abwaschbar sein und eben wasserfest. Beim Schlachten und Zerlegen gibt es eine klare Arbeitsteilung in der Familie. Das übernimmt Metzger Robert, der Schwager von Josef Winkler. Ich hatte nur Bedenken wegen den Räumlichkeiten, weil, wie gesagt, schon die Auflagen so hoch waren oder noch sind nach wie vor. Das waren meine einzigsten Bedenken. Ansonsten. Eine Hofschlachtung ist aufwendig. Die Schlachtabfälle müssen selbst ins Tal gebracht werden. Geschlachtet wird nach dem Terminplan des Tierarztes. Er kommt für die amtliche Fleischbeschau. Das kostet also die Anfahrt
kostet. Da gibt es die Lebendbeschau erst, vorm Schlachten und dann danach die Fleischbeschau. Und da zahlst jetzt mal die Anfahrt. Das längere Leben der Ochsen, die vielen Auflagen, das alles bestimmt den Preis. 18 Euro kostet das Kilo Weidefleisch. Es könnte auch im Internet bestellt werden, aber heute ist Abholtag auf dem Siegelhof. Ingrid Pfeil ist inzwischen gut oben angekommen und verschnauft erstmal im Hofcafé. Ihre Ware wartet nebenan auf die Abholung. Sehr schön. Ein kleines Special bei uns bestellt, die Rinderzunge, die wo wir eingefroren haben. Aha. Genau, da habe ich jetzt Robert, unseren Metzger, noch mal gefragt. 10% Pökelsalz ins Wasser und dann einpökeln einen Tag. Okay. Genau. Die lange Anreise zum Fleischkauf lohnt sich auf jeden Fall, findet die Münchnerin. Man geht drauf, man sieht die Tiere auf der Weide stehen. Und es ist klar, mit dem Schlachthof, mit dem Schlachtraum, die haben natürlich auch keinen weiten Weg, die müssen nicht rumgefahren werden, die haben keinen Stress. Und abgesehen davon, das Fleisch schmeckt einfach richtig, richtig toll. Mit 5 Kilo Weidefleisch im Gepäck geht's wieder abwärts ins Tal. Beim Direktvermarktungsprojekt Miesbacher Weidefleisch machen rund 30 Betriebe mit. Und in der Regel ist nicht so ein Fußmarsch nötig. Auch beim Zucker wird darüber diskutiert, wie er hergestellt wird. Gerade in Bio-Lebensmitteln landet häufig Rohrzucker aus Übersee, der dort oft unter nicht wirklich idealen Bedingungen angebaut und geerntet wird. Eine Alternative: Zucker aus heimischen Biorüben. Die meisten Biorübenbauern Süddeutschlands wirtschaften in Franken und zwei von ihnen haben wir begleitet. Unkraut hacken. Hacken und nochmal hacken. 100 bis 200 Handarbeitsstunden muss Familie Franz im unterfränkischen Lainach für jeden Hektar Zuckerrüben aufwenden. Es sind Biorüben. Da hilft gegen Un- oder Beikräuter nur die mechanische Bekämpfung. Doch es gibt eine Alternative zur Handarbeit. Junior Simon Franz und sein Nachbar Johannes Preising wollen schöne, unkrautfreie Biorüben mit moderner Technik erzeugen. Mit Hilfe eines Roboters. Im Winter 2020 kaufen die beiden gemeinsam einen Farmdroid, der Rüben säen und später auch frei von Unkraut halten kann. So verspricht es der Hersteller. Kosten 75.000 Euro. Und wenn wir dadurch ein Stück weiterkommen? Sie investieren in die neue digitale Technik. Mit 40% fördert der Freistaat Bayern die Anschaffung. Aber ihnen bleiben 45.000 Euro Kosten und das Risiko, ob der Roboter auch wirklich zuverlässig seine Arbeit macht. Im April hat der Roboter auf beiden Betrieben auf 16 Hektar Rüben gesät und danach zwischen den Reihen Unkraut gehackt. Er arbeitet rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Aber mit Einschränkungen. Ja, also direkt um die Rübe rum, das schafft er natürlich nicht. Er muss ja einen gewissen Sicherheitsabstand halten. Und ja, also braucht schon noch einige Stunden noch mit der Handhacke. So ist nett. In den Reihen müssen beide Familien nach wie vor mit der Hand hacken. Dennoch, der mit Sonnenstrom betriebene Roboter soll die Handarbeit um die Hälfte reduzieren. Mindestens. Wir wollen weitestgehend auf Saisonarbeitskräfte verzichten, weil die eben sehr begehrt sind. Wir wissen nicht, bekommen wir sie oder bekommen wir sie nicht. Und das war auch eine Entscheidung, dass man sagt, der Roboter ist immer da und er läuft bei uns. Und wir müssen nicht abwarten, weil da zählt jeder Tag bei der Unkrautbekämpfung. Alle 10 Tage war der Farmdroid heuer zum Hacken unterwegs. Für die ältere Generation ist diese Revolution auf dem Rübenacker eine große Herausforderung. Erst hat der Junior auf Bio umgestellt und jetzt auch noch der Roboter. Das ist eine Rieseninvestition, wo man nie weiß, ob es wieder hereinkommt, das Geld, oder ob es richtig investiert ist. Und man hofft es halt, aber das weiß man dann hinterher erst. Es gab ein paar kleine technische Störungen. Auch etliche Rüben hat der Roboter beschädigt. Aber Simon Franz und Johannes Preising sind überzeugt. Ohne ihn hätten sie das üppig sprießende Unkraut im feuchten Sommer 2021 nicht eindämmen können. Nach jedem Hackvorgang sind die Rüben besser gewachsen. Unkrautbekämpfung ohne Chemie. Diese schlimmste Hürde im Biorübenanbau ist geschafft. Schön ausgebildet, schon gegen tierische Schädlinge können sie nur auf die Hilfe von Nützlingen wie Marienkäfer hoffen. Gegen Schadpilze und Viren hilft nur eines: robuste Sorten und ein guter Zustand des Bodens.
Kranke, vergilbte Blätter mindern den Zuckergehalt und den Ertrag. Besonders gefährlich ist ein Vergilbungsvirus, das sich seit einigen Jahren in Franken ausbreitet und zum Totalausfall führen kann. Noch sind wir davon nicht betroffen, aber kann schon noch kommen. Es wird ja von den Blattläusen übertragen und die hatten wir heuer eigentlich gar keine. Und deswegen war es heuer eigentlich nicht schlimm. Aber in einem anderen Jahr kann es auch mal anders kommen dann und dann können wir nichts machen. Mitte September. Der Rübenroder kommt. Nun zeigt sich, ob sich der Bioanbau mit deutlich höherem Aufwand und Ertragsrisiko trotzdem auszahlt. Rein optisch sieht der Bestand besser aus als mancher konventionelle Rübenacker in der Gegend. Letztes Jahr haben Simon und Johannes rund 60 Tonnen pro Hektar geerntet. Jetzt holt der Roder mehr als 73 Tonnen aus der Erde. Ein sehr guter Ertrag zu diesem frühen Erntezeitpunkt. Im Schnitt ernten Biorübenbauern rund ein Drittel weniger als konventionelle Landwirte, bekommen aber von der Südzucker AG rund 100 Euro je Tonne, etwa dreimal so viel wie für konventionelle Rüben. Simon und Johannes sind zufrieden. Wir hatten ja heuer weniger Sonnenstunden im Vergleich zum letzten Jahr, dafür mehr Niederschlag, was natürlich auch wieder am Ertrag besser ist. Wie gesagt, letztes Jahr wahrscheinlich mehr Zucker. Ertrag wie dieses Jahr, aber dafür heuer mehr Menge, was sich da auch dann vielleicht wieder das irgendwo ausgleicht. Nicht nur in unterfränkische Bio-Konfitüre kommt inzwischen heimischer Rübenzucker statt Rohrzucker aus Übersee. Wie die Firma Maintal in Haßfurt setzen immer mehr Lebensmittelhersteller auf Rübenzucker aus der Region. Die Nachfrage steigt. Simon und Johannes wollen weiter zusammenarbeiten. Biorüben sehen die beiden als Herausforderung. Aber mit moderner Technik macht es Spaß und es rechnet sich. Inzwischen interessieren sich offenbar viele Landwirte für den Bio-Zuckerrübenanbau. So viele, dass die Südzucker AG nicht allen fürs nächste Jahr einen Anbauvertrag hat geben können. Das Unternehmen will erstmal die Marktentwicklung abwarten und nicht ein Überangebot schaffen, weil sonst für die Landwirte die Preise verfallen. Die Zuckerrüben sind geerntet. Beim Hopfen läuft die Ernte gerade noch, so wie hier in der Hallertau. Wir sind jetzt auf dem Betrieb der Familie Obster aus der Gemeinde Eigelsbach. Und bei uns ist jetzt der Juniorchef, der Ludwig Obster. Servus. Servus, grüß dich. Wie läuft denn die Ernte gerade? Die Ernte läuft super. Wir haben ein super Wetter erwischt und haben richtig gute Leute, die uns bei der Ernte helfen. Und so darf es sein. Wie lange wird es noch dauern, bis ihr fertig seid mit der Ernte? Die Ernte wird so 6 bis 7 Tage noch dauern, bis wir fertig sind. Und genau, dann haben wir froh und dann ist quasi alles wieder in Sicherheit und da freuen wir uns dann. Hat sich die Arbeit heuer rentiert? Sprich, wie ist der Ertrag? Der Ertrag ist heuer auch wirklich gut, weil wir mir viel Niederschlag, also viel Regen gekriegt haben. Und trotzdem haben wir immer Pausen dazwischen gehabt, wo wir die Arbeitsschritte machen können. Da waren wir auch wirklich richtig zufrieden. Ich habe selber in der Hallertau gewohnt, mir ist jetzt aufgefallen, früher waren die Reben alle mit Draht festgemacht. Inzwischen hängen sehr oft Plastikschnüre dran, bei euch jetzt auch. Wieso nimmt man die her? Also Grund ist das, durch das Plastik sparen wir uns insgesamt Eisenmenge. Die können dadurch dünner sein und auch fallen die Reben nicht mehr so leicht runter. Und dadurch wird uns der Krankheitsdruck genommen, weil eine Rebe, wenn runterfällt und so einen Haufen macht, dann können sie da drin die Pilze bilden. Und wenn wir es nicht gleich finden, dann kann es schwierig werden, mit dem Pflanzenschutz dann das hinzubekommen und dadurch helfen uns da die Plastikschnüre. Wieso fallen die runter, die Reben? Die Reben fallen runter, weil die durch den Wind oder wenn einmal starker Wind kommt, dreht es den Gipfel oben immer und dann werden die wirklich so abknackeln langsam. Und meistens dann im Juli, August, wenn der Hopfer dann wirklich schwer ist, dann kann es mal passieren, wenn der Wind geht, dass eine oder gleich mehrere einfach runterfallen. Vielen Dank. Danke, gerne. Es gibt also Gründe, warum die Hopfenbauern solche Schnüre verwenden. Aber manche machen sich darüber Sorgen. Was passiert denn mit dem Plastik im Hopfengarten? Kunststoffbüschel oben im Hopfengarten. Mit der Ernte der Hopfenreben wird das Plastik sichtbar. Die sogenannten Schnurdrähte bleiben nach der Ernte meist hängen und baumeln dann jahrelang oben in der Spannkonstruktion der Hopfengärten. Für Hopfenbauer Stefan Schlagenhaufer ist der Schnurdraht seit langem unverzichtbar. Ich schwöre drauf, weil die Pflanzen einfach hängen bleiben. Wenn es im Sommer Wind geht, dann bleiben die Pflanzen alle hängen, fast alle. Wenn natürlich extremer Wind geht, dann fallen die auch irgendwann runter. Irgendwann reißt der Draht auch.
Aber so beim normalen Wind oder beim normalen Sommer, dann haben wir quasi keine Stöcke zum Aufhängen. Wenn da keine Schnur wäre, normaler Draht, mit dem Wind fallen dann irgendwo 2, 3, 4, 5% der Pflanze runter. Und da bräuchte ich ja 10 Leute, die nur diese Stöcke wieder aufhängen. Und was passiert mit dem Plastik im Hopfengarten? Für Stefan Schlagenhaufer kein Problem. Noch ist das Plastik da. Vielleicht nach 30 Jahren, dass dann ein paar etwas runtergeht. Aber im Wesentlichen bleibt das Plastik am Stacheldraht und wird dann irgendwann nach Ablauf der Lebenszeit vom Stacheldraht mit entsorgt. Hopfenbauer Bernd Weichenrieder erlebt das ganz anders. Weichenrieder verzichtet bewusst auf die Kunststoffaufhängung. Da sieht man jetzt den Unterschied. Das ist ein normal aufgehängter, mit Draht, mit Metalldraht aufgehängter Hopfengarten. Der ist halt nachher sauber, ist nichts mehr dran. Auf der anderen Seite sieht man einen, da wo schon seit vielen, vielen Jahren Schnürle aufgehängt worden sind. Bestimmt schon 30 Jahre. Wenn man jetzt so vorschaut, da sieht man richtig, wie die Schnürle da hängen. Und die bröseln halt so nach und nach mit den Jahren immer. Natürlich Sonne, UV-Strahlen, das arbeitet das Plastik auf und dann bricht es, wie klar. Geht der Weichmacher raus, was man von allen Verpackungsmaterialien oder Plastikmaterialien und dann der bröselt es halt und wird ein Mikroplastik. Immer weniger Hopfenbauern teilen diese Bedenken. Hellblaue und schwarze Plastikbüschel hängen mittlerweile in 40% der bayerischen Hopfengärten. Tendenz steigend. Die Zahlen stammen von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Dort weiß man, dass der klassische Stahldraht ökologisch unbedenklich ist. Anders als der Schnurdraht, also die Kunststoffvariante. Reste der Kunststoffschnüre können im ungünstigsten Fall auch in Oberflächengewässer gelangen. Aufgrund der Filterwirkung des Bodens ist eine Auswaschung von Mikroplastik aus Kunststoffschnüren ins Grundwasser nicht zu befürchten. Ein mulmiges Gefühl bleibt. Aussagekräftige Studien kennt auch die Landesanstalt für Landwirtschaft nicht. Dort verfolgt man aufmerksam die Suche nach Alternativen. Bis biologisch abbaubare Schnüre das Plastik im Hopfengarten wirklich ablösen, wird es noch Jahre dauern. Jetzt gibt es eine kleine kulinarische Rätselfrage. Wer ist der beste Freund vom Knoblauch? Wissen Sie es? Klar, der Ingwer. Das sagt zumindest der Koch Alfons Schubeck ja schon seit vielen Jahren. Ursprünglich kommt der Ingwer ja aus Asien. In den Supermärkten liegt er oft ein bisschen trocken und grau im Regal. Weil bei uns aber viele Landwirte experimentierfreudig sind, gibt es ihn inzwischen auch frisch. Von fränkischen Feldern. So eine Pflanze gab es früher nicht im Nürnberger Knoblauchsland. Es ist Ingwer. Im September ist Erntezeit im Gemüsebaubetrieb Höfler. Simon Höfler hat den Ingwer im April ins Gewächshaus gepflanzt. Und wie schaut er aus nach 5 Monaten? Haben die Knollen das richtige Gewicht? Naja, ich denke, der hat so 1 Kilo plus. Und da sieht man jetzt schön, frischer Ingwer. Die Haut ist ganz anders wie den getrockneten aus dem Ausland. Das Aroma ist natürlich besser und der Geschmack ist natürlich intensiver, weil er frisch ist. Frischer Ingwer hat noch keine feste Schale und im Innern keine Fasern. Auch deshalb schmeckt er intensiver und saftiger. Im letzten Jahr wuchs der Ingwer noch hier, in den alten Glashäusern. Aber die Nachfrage war enorm, also hat Höfler 2 neue Folientunnel gebaut und die Fläche verdoppelt auf 6.000 Quadratmeter. Die Pflanzen sind selbst gezogen, aus Knollen, wie man sie im Biomarkt kaufen kann. Unbehandelt mit einem schlafenden Auge, aus dem die Pflanze austreiben kann. Das ist peruanischer Bio-Ingwer. Den haben wir im Dezember bestellt, Anfang Januar bekommen, gedeiht und dann ist er langsam angetrieben. Es dauert so ca. 3 Monate, bis die Jungpflanze so weit ist, damit man sie pflanzen kann. Und dann wurde hier reingesetzt. Und man sieht hier noch, das ist praktisch das Blatt von der Mutterknolle. Das vergilt dann mit der Zeit und die jungen Knollen wachsen so auf. Das Anbauverfahren wurde an der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Bamberg entwickelt. Die Knollen kommen zum Treiben auf eine Heizmatte aus Torf und Kompost. Ingwer ist im feuchttropischen Asien zu Hause. Zum Sprießen brauchen die Pflänzchen Wärme und mindestens 70% Luftfeuchtigkeit. Licht ist weniger wichtig. In seiner Heimat wächst Ingwer am Waldrand.
Beregnung, die läuft täglich, je nach Wetter. Wenn viel Sonne scheint, läuft die Bewässerung täglich 3, 4, 5 Minuten, dass es immer schön feucht hat. Und von der Temperatur her, das ist natürlich warm, so 25 bis 28 Grad. Wenn einmal 30 hat, ist auch kein Problem. Die gesamte Kulturzeit hindurch wird beheizt, von April bis September, mit Erdgas. Die Heizkosten holt Simon Höfler durch den höheren Ertrag wieder rein. Aber Ingwer geht auch im Kalthaus, wie bei Thomas Drexler. Auch er beginnt im September mit der Ernte. Thomas Drexler baut den Ingwer auf 1000 Quadratmeter an. Es ist sein erstes Jahr. Der Gärtnermeister hat seine Pflanzen in Italien bestellt. Als Ingwer-Neuling wollte er kein Risiko mit eigener Anzucht eingehen. Aber als die Pflänzchen im Mai geliefert wurden, kamen die Eisheiligen. Und dann war es kalt und dann schaust du alle Tag früh, Mittag und Abend rein und denkst dir, was können wir jetzt nur machen? Decken wir nur ab mit Vlies oder was machen wir? Und dann denkst du, na, dann bricht der ja noch gar ab oder was, wenn es jetzt ein schweres Vlies, weil du musst dir dann wieder Wasser machen, weil ihr braucht ja feucht und alles. Also das war schon jetzt die, ja, die ersten 14 Tage ist bloß um Ingwer gegangen beim Mittagessen und beim Abendessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kam die nächste Herausforderung. Unkraut. Die hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme sind ein idealer Nährboden. Pflanzenschutz ist bisher nicht zugelassen für heimischen Ingwer. Und Thomas Drexler hätte das auch nicht gewollt. Er düngt auch nur mit eigenem Pferdemist und Kompost. Wir haben dann am Anfang 5-mal durchgehackt. Aber irgendwann hat das Hacken auch nicht mehr gelangt. Dann haben wir mit der Hand rausgerissen und haben es wirklich rausgetragen und weggefahren. Und dann haben wir auch probiert, mit Stroh zu mulchen. Da haben wir 14 Tage, 3 Wochen unsere Ruhe gehabt. Aber dann irgendwann ist das Unkraut wieder durchgekommen. Also das war schon, Unkraut ist die größte Herausforderung vom Ingwer jetzt da gewesen, muss ich sagen. Irgendwann gab er auf und ließ es wachsen. Nun wird geerntet. Und er muss auch ernten, denn schon ab Mitte September wird es für den Ingwer zu frostig im Kalthaus. Zum Waschen der erdverschmierten Knollen hat der Gärtner eine 50 Jahre alte Karottentrommel aus dem Keller geholt. Thomas Drexler liefert an Hofläden. Seine Kunden erwarten keine Riesenknollen wie im Supermarkt. Aber wird er am Ende auch was verdienen am Ingwer? Ja, ich muss sagen, für das ganze Jahr gesehen, Wetterverhältnis, erste Jahr, Ingwer, also bin ich sehr zufrieden. Also der hat jetzt auch in den letzten 14 Tagen nochmal zugelegt. Vor 14 Tagen haben wir nochmal gewogen, da hat er so 400 Gramm gehabt. Jetzt sind wir bei 600 bis 800 Gramm. Also da kann man mit leben. Simon Höfler rechnet mit doppelt so viel Ertrag pro Pflanze. Er wird im Treibhaus bis in den Oktober hinein ernten können. Der Gemüsebaubetrieb liefert an einen Discounter. Der macht für den heimischen Ingwer extra eine Aktion. Kaufen kann man die Knollen dann für rund 18 Euro pro Kilo. Potenzial ist also da für den Ingwer aus Franken. Aber immer nur saisonal. Frisch hält er sich auch gekühlt nur 3 Wochen lang. Da muss man dann halt schnell sein. Und schnell war jetzt wieder unsere Sendung vorbei. Wenn Sie Zeit und Lust haben, dann schauen Sie doch mal in die BR Mediathek rein oder in unseren Unser Land YouTube-Channel. Da gibt es jede Menge Beiträge rund um die Landwirtschaft zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Freitag wieder mit dabei sind, zur gewohnten Zeit um 7. Bis dahin, Servus und auf Wiederschauen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von Unser Land und einiges mehr.